Einen wunderbaren guten Morgen zur Marktcheckzeit um 8.30 Uhr hier gemeinsam mit Tickmill und heute einen Blick in Euro, Kandollar, Australdollar, japanischer Yen und Kandollar, Schweizer Franken. Das also heute hier mit Blick in die Märkte und es läuft momentan wirklich wieder einiges richtig, richtig schön. Da freue ich mich drauf und ich hoffe auch, dass viele, die hier jeden Morgen auch zuschauen bzw. unsere Handelsideen am Nachgang oder im Nachgang schauen, auch von den guten Bewegungen hier profitieren können. Es macht einfach einen riesen Gaudi zu sehen, wie es funktioniert und davon ebenfalls auch zu profitieren. Bevor wir ins heutige Webinar in die Charts einsteigen, wie immer der Risikohinweis, den bitte ich hier natürlich in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und alle hier heute Morgen als Live-Zuschauer von mir wieder der Wunsch, die Bitte, die Aufforderungen, wenn jemand einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch direkt hier live im Facebook. Und dann kann ich mich sehr, sehr gerne um den ein oder anderen Wunschmarkt kümmern. Was wartet heute von der Nachrichtenseite auf uns? Es geht mal wieder ein bisschen über das Thema oder um das Thema Einkaufsmanager-Index. Wir haben heute Nacht schon interessante Informationen aus China dazu bekommen. Da gab es den Einkaufsmanager-Index, den Kaixin, so ist er, da ist er, hier haben wir ihn stehen, aus China. Erwartet war ein Wert von 52,3. Hier ist der Markt sehr, sehr positiv gewesen. Aktuell stieg die Befragung oder das Ergebnis aus der Befragung der Firmenlenker hier auf 54,4. Wir hatten im letzten Monat hier eine 51,1 stehen. Aktuell sind es 54,4. Also gute Nachrichten aus China und das kann sich durchaus auch sehr, sehr positiv auf den Rest der Welt mit auswirken. Dann gibt es auch noch positive Informationen seitens USA, China, Thema Handelskrieg, wenn man das so bezeichnen möchte, da scheinen die Verhandlungen auch in vernünftigen Bahnen zu laufen. Mehr möchte ich da jetzt mal noch nicht reindeuten. Aber all das stützt die Märkte so ein bisschen und das ist schön. Und das sehen wir momentan auch an den Indizes rund um den Globus. Aber zurück zu den Nachrichten. Was kommt heute im Laufe des Tages noch auf uns zu? Wir sehen hier, guten Morgen Elena, wir sehen hier an dieser Stelle heute um 10.30 Uhr mit den wichtigsten Relevanzen den Start. Da gibt es aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung. Wir sehen es ja auch, die Prognose rechnet mit einem leichten Rückgang. Das Thema Brexit ist hier immer noch nicht vom Tisch. Mal sehen, wie es hier entsprechend weitergeht. Auf alle Fälle eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Dann geht es am Nachmittag in den USA um 14.45 Uhr weiter. Da bekommen wir die ADP-Beschäftigungsänderungen und um 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Dann um 16.30 Uhr mit Blick auf den Ölmarkt hier die Rohöl-Lagerbestände in den USA. Was gibt es sonst noch mit der zweiten Relevanz hier für den heutigen Tag? Wie schon gesagt, es gibt am Morgen hier auch noch Informationen zum Einkaufsmanager-Index aus der EU hier in diesem Bereich. Es gibt die Einzelhandelsumsätze für den Monat Februar. Um 14.30 Uhr spricht dann wieder mal ein FOMC-Mitglied. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung auch aus den USA hier um 15.45 Uhr und um 16 Uhr gibt es weitere Informationen auch dazu. Also das sind alles Informationen, die uns heute zur Handelszeit hier in Deutschland und den USA ja treffen können mit mehr oder weniger planbaren Bewegungen. Aus diesem Grund das Ganze einfach mit in den Handelstag hineinplanen. Und damit gehen wir gleich rein in die Charts und wenn wir uns mal anschauen, wie gut das Ganze läuft. Wir hatten am Freitag ja auch den DAX besprochen, vor kurzem den Australindex. Wunderbar, schauen wir uns den DAX mal kurz an. Es läuft momentan, der Markt ist wirklich sehr, sehr bärisch. Wir sind unten schön rausgekommen. Es läuft weiter hoch. Es macht einfach Spaß, sich solchen Bewegungen anzuschließen. Hier das befürchtete Szenario, dass wir einen Bruch nach unten kommen aus dieser Flagge heraus, ist nicht gekommen. Der Markt bleibt weiter stark an dieser Stelle. Das ist schön, das zu sehen. Und ich hoffe, da kann auch jeder von profitieren. Aber kommen wir zurück zu den heutigen Handelsideen und starten wir mal mit dem Währungspaar Kandollar Schweizer Franken hier im Tageschart mit reingesehen. Wir sehen hier vorherrschend momentan einen Abwärtstrend.
abwärts laufenden Markt. Das ist dieser hier, das ist der Abwärtstrend, der sich gerade in seiner korrektiven Phase befindet. Und diese Korrektur ist relativ weit gelaufen. Jetzt hatten wir hier auch ein paar Handelstage in der letzten Woche, die sehr, sehr stark nach oben gelaufen ist. Gestern gab es dann das erste Zeichen einer möglichen Umkehr. Das gucken wir uns gleich auch mal in der Stunde an. Und jetzt kommt es halt drauf an, was wird das Ganze werden? War das nur ein Durchatmen auf der Stunde und jetzt ein Weiterlauf? Dann haben wir die Situation, dass wenn der Weiterlauf da bleibt, wenn das wieder die Stärke weiter vorhalten wird, dann gehen wir hier übers Tageshoch drüber mit Blick nach oben. Dann haben wir dann eine Ausdehnung dieser Phase, dieser korrektiven Phase. Gut und gerne möglich hier bis oben rein ins aktuelle Korrekturhoch, um die Marke, den Widerstand bei 0,75565, das war das Hoch hier an dieser Stelle am 13.03. Mit Blick nach unten, wenn wir doch nicht oben rüberkommen und der Markt dreht rum, das ist was so für so ein bisschen so die Cracks, die sich gerne auch auf die Lauer legen, an den richtigen Stellen auf den Trade warten. Wenn wir hier oben plötzlich wieder Schwäche bekommen, das heißt, das ist dann dieser falsche Ausbruch, wie wir den vor kurzem hier besprochen haben, dann könnte es sein, dass wir hier oben rumdrehen. Und wenn das kommt und die Dynamik wieder nach unten läuft, dann haben wir eher Wahrscheinlichkeiten, dass wir wieder in Richtung dieses übergeordneten Abwärtstrends laufen können. Das ist dann sehr, sehr interessant zu sehen. Mit Blick nach unten ist dann viel Potenzial auch da. Nächster Anlaufpunkt hier selbstreden. Erst einmal das Tagestief von gestern um die Marke bei 0,74666. Und dann mit Blick nach unten hier noch ein paar Lows. Sieht man im Stundenchart gut, das sieht man natürlich auch hier im Tageschart um die Marke von 0,74299 beziehungsweise hier unten die 0,73967. Das sind alles Wegpunkte in Richtung hier dieses aktuellen Trendtiefs, wenn wir tatsächlich hier jetzt schon die Umkehr sehen. Und das sieht man in der Stunde, wann es hier denn auch losgehen mag. Woran sieht man es? Hier oben, da kam plötzlich wieder Schwäche rein. Der Markt wollte nicht hoch, ne? Hier ist er hochgelaufen, runter, hoch, keine Stärke mehr. Stark runter. Heißt also, was wir jetzt hier haben mit Blick auf das ganze Geschehen. Hier haben wir den Aufschwung gehabt, was wir auf Tagesbasis auch gesehen haben. Jetzt hier diesen sehr, sehr starken Schub nach oben. Der kann natürlich auf dieser Basis hier erst einmal ohne weiteres bis hier runter korrigieren. Das wäre dann auch die Situation, wo man sagt, was passiert denn jetzt hier oben, wenn hier plötzlich Schwäche reinkommt? Dann könnte man durchaus diesen Abwärtstrend zum Traden nehmen und den nach unten traden. Man muss halt in der Kürze der Zeit halt immer auch darauf achten, kommt hier unten plötzlich irgendwo wieder Kaufstärke rein, dann könnte es stark nach oben laufen. Wenn aber dort die Schwäche erstmal massiv reinkommt, haben wir viel Chance nach unten. Also die Verortung, wo wir hier momentan stehen, die ist sehr, sehr schön. Es geht nicht mehr weit Weg nach oben, bis die Entscheidung getroffen werden muss. Dann wird sie irgendwann fallen, ob hier oben Stärke reinkommt oder nicht. Kommt Stärke rein, orientieren wir uns kurzfristig nach oben. Kommt Schwäche rein, dann können wir uns kurzfristig nach unten orientieren. Also hier eine Verortung, die sehr, sehr schön entsprechend die Trade-Planung auch zulässt. Schwenken wir rüber zum Austral-Dollar-Yen. Hier ein Hin und Her in den letzten Wochen, aber immer wieder gut für den ein oder anderen Trade. Was heißt das hier an dieser Stelle? Wir sehen es. Wir haben hier eine Range. Oberkante 79,84, Unterkante über den Daumen 77,54. Seit einigen Wochen hin und her. Das ist schön. In-Range Trading kann wunderbar funktionieren. Wir haben aktuell hier einen Widerstand um die 79,400. Gestern kam nach dem Hochlauf hier am Widerstand wieder ordentlich Schwäche rein. Das haben wir hier drüben oft gesehen. Das haben wir hier die letzten zwei Tage gesehen oben ran. Mal gucken, was heute kommt. Aktuell läuft der Markt wieder rein. Hier genau das gleiche Szenario von der Basis, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Kommt hier am Widerstand plötzlich Schwäche rein. Hervorragendes Setup für die Richtung nach unten. Was liegt nach unten? Auf alle Fälle mal das Tagestief von heute als Anlaufpunkt hier. Da haben wir die 78,491. Läuft weiter runter in Richtung unterer Range-Begrenzung beziehungsweise tief hier dieses aktuellen kleinen Abwärtstrends um die Marke von, wo haben wir es liegen hier im Widerstand, das Low hatten wir hier bei 77,54. Also die Chancen bestehen nach unten, wenn hier oben plötzlich Schwäche reinkommt. Haut es den Markt aber oben drüber, bleiben die Käufer hier tatsächlich am Ball und schaffen es, über diesen Widerstand drüber zu gehen, dann ist der nächste erste Anlaufpunkt erst einmal hier. Diese 79,840, dieser Widerstand hier oben,
Wenn der dann tatsächlich gewuppt wird, dann verlassen wir die Range nach oben. Das geht dann wieder in Richtung dieser starken Dynamik, die wir hier zum Jahresbeginn gesehen hatten. Und das öffnet dann Tür und Tor für den Weg in Richtung dieses nächsten Widerstands hier oben um die Marke von 82,2. Das also mit Blick nach oben. Und wie schon gesagt, mit Blick nach unten im kurzfristigen Bereich muss man erstmal sehen, wenn es tatsächlich weiter runterläuft, was der Markt hier unten macht. Da wage ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster zu lehnen, weil er muss erst einmal ein Bruch kommen, der hier nach unten geht. Und wir sehen, unten hat es genauso oft und stark gehalten wie oben. Das heißt, hier ist das Hin und Her immer noch mit da. Wenn der Bruch kommt, reden wir hier wieder drüber und dann schauen wir, ob möglicherweise was zur Unterseite möglich ist oder nicht. Das spielt heute aktuell noch keine Rolle. Wichtig ist, was hier passiert und das sehen wir schön, wenn wir so eine Umkehrsituation sehen, die der Markt uns zeigt, wo es reinlaufen kann. Dann können wir mal sehen, wie es hier oben läuft. Schaut euch das mal an hier. 5-Minuten-Chart, da sieht man am Widerstand wirklich immer wieder die Schwäche, wie der Markt rumdreht. Hier genau, ping nach oben, zack, nach unten, trennt sich wieder runter. Hier das Gleiche, laufen wir rein, kommt jetzt hier wieder Schwäche rein. Das wäre dann das Zeichen, dass der Markt nach unten geht. Bleibt der Markt stark, verkauft er nicht ab, dann könnte man kurzfristig hier etwas Dynamik auch nach oben mitnehmen. Und dann in den Euro-Kan-Dollar rein. Das Ganze hier auch wieder im Tageschart. Sehr interessante Verortung. Wir hatten den Euro-Kan-Dollar ja vor ein paar Tagen, als hier dieser erste starke Move kam. Und wir wissen es ja mittlerweile, haben es oft genug am Markt gesehen. Starke, starke Überdehnungen fangen irgendwann mal an zu korrigieren. Und jetzt kommt es halt drauf an, wie läuft diese Korrektur weiter. Wir sind hier in einem sehr, sehr interessanten Level stehen geblieben, nämlich genau hier in diesem Widerstand, beziehungsweise in dieser Unterstützung hier unten am Trendtief momentan, also diese trendige Phase hier nach oben mit dem kleinen Zacken hier unten drin. Hier gab es den ersten, ja, sag ich mal, Tiefpunkt, wo der Markt dann deutlich nach oben geschlaufen ist. Und interessanterweise halten wir genau hier drinnen wieder an und da kam es gestern wieder zur Stärke. Und jetzt ist die Frage, kommt es zu einer etwas weiteren Korrektur? Das heißt, hier der Schub nach oben setzt sich noch einmal fort. Dann haben wir auf der Latte hier natürlich erst einmal kurzfristig das Ausbruchsniveau. Ganz nah natürlich das Tageshoch von gestern. Da muss der Markt erstmal drüber, um das Szenario wieder in Gang zu bringen. Das Hoch hatten wir hier bei 1,49,755. Läuft es hoch, dann können wir uns hier oben irgendwo rein orientieren. Aber wenn der Markt so schwach bleibt wie in den letzten Tagen und das gestern nur ein ganz, ganz kleines Strohfeuer war, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir hier unter die Tagestiefs weiterlaufen. Und dann haben wir hier ein doch sehr, sehr starkes, sage ich mal, Supportband hier unten. Wir sehen es, hier drüben hat es oft genug gehalten. Das heißt hier die Marke zwischen 1,48,760 und 1,48,47 in diesem Bereich. Da ist mit ordentlich Bewegung oder auch Unterstützung zu rechnen. Das haben wir nach unten, also je nach Zeithorizont kann das Ganze schön nach unten mitgehen und abprallen oder aber direkt jetzt nach oben laufen. Auch das lassen wir uns selbstredend wieder schön vom Markt auch zeigen hier. Wir sehen hier etwas Aufwärtsdynamik, jetzt sehen wir wieder die Abwärtsdynamik und hier kommt es halt wirklich drauf an, schafft es der Markt wieder hochzudrehen, das heißt keine tieferen Tiefs zu machen, dann haben wir die Chance hier drüber zu laufen und dann etwas Korrektur zu sehen. Ansonsten, oder etwas weitere Korrektur, etwas Korrektur haben wir ja gestern geschehen, ansonsten müssen wir uns einfach zur Unterseite hin orientieren und das ist dann das, was wir hier sehen, unten die Unterstützungen an den im Tageschart genannten Marken. Das also zu den drei Handelsideen für den heutigen Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Fragen sehe ich jetzt keine. An der Seite bleibt mir nichts anderes über als Danke zu sagen für die Zeit hier heute Morgen im Webinar. Allen einen guten Trade und wie immer noch der kleine Hinweis, morgen kurz vor 8 spätestens der Blogeintrag, 8.30 Uhr die Live-Besprechung und am Samstag auf der Invest. Sie sehen es unten im Laufband auf dem Monitor. Wir sind auf der Invest. Ich gebe zwei Vorträge, einen um 11.30 Uhr und einen um 15 Uhr. Wer live dabei sein möchte, besorgen Sie sich Karten und dann sehen wir uns live vor Ort. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin allen einen guten, erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Tschüss.